Hallo und herzlich willkommen auf dem Wohnwagenkanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute eine neue Folge aus der Wohnwagenschau. Das heißt, echte Camper, echte Wohnwagenfahrer stellen ihren eigenen Wohnwagen vor aus dem wahren Leben und nicht irgendwie komplett klinisch gesäubert auf einer Messe oder dergleichen. Und solltet ihr auch Spaß daran haben oder Interesse, euren eigenen Wohnwagen hier mal vorzustellen, schreibt mir sehr gerne eine E-Mail und dann werden wir genauso einen Beitrag erstellen, wie ihr den jetzt mit Thomas sehen werdet. Viel Spaß dabei! Hallo Thomas. Ach, hallo Arndt. Schön, dass wir heute bei euch sein dürfen. Dankeschön. Welches schöne Gerät schauen wir uns denn heute bei euch an? Ja, das ist ein Börstner Premio 495 TK. Okay. Ist das euer erster Campingwagen? Das ist unser erster Wohnwagen. Wir hatten vorher für 10 Jahre ein Chalet, ein Caravan in Holland stehen. Ja. Fest, mit festem Gasanschluss, festem Wasseranschluss. Und das war uns aber irgendwann nach 10 Jahren zu langweilig. Und jetzt sind wir mit einem Wohnwagen ein bisschen mobiler und können uns die verschiedensten Sachen anschauen. Okay. Wo habt ihr den erstanden? Online, Händler? Ja, bei einer Messe in Essen. Wir sind letztes Jahr, nachdem wir den Caravan verkauft haben, sind wir zur Touristikmesse nach Essen gefahren. Ja. Die findet, glaube ich, immer im Januar, Februar des Jahres statt. Und haben dann zufällig dieses Modell entdeckt, haben einen guten Verkäufer erwischt und 10 Minuten später hatten wir den Kaufvertrag unterschrieben. Ja, also ihr wisst oder beziehungsweise ihr hört, so muss es laufen, spontan einen Wohnwagen kaufen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal euer Gefährt an und für euch vorab schon mal die Fakten. Thomas, was waren denn für euch die ausschlaggebenden Punkte, um zu sagen, der Bürstner wird's für euch? Ja, also unser Sohn war zum damaligen Zeitpunkt 6 Jahre alt und für uns war wichtig, dass wir nicht umbauen müssen, dass wir als Eltern erwartungsgemäß länger aufbleiben als das Kind und immer noch, wenn das Kind im Bett ist, natürlich auch in der Sitzecke sitzen können. Jetzt hat das, ich sag mal, die Realität gezeigt, dass man doch sehr viel vor dem Wohnwagen sich aufhält. Ja. Aber trotzdem war es für uns das ausschlaggebende Kriterium. Darüber hinaus natürlich Preis-Leistung. Wenn man sich die Superior-Marken anguckt, mit 40.000 aufwärts, das war für uns als junge Familie nicht drin. Und ganz wichtig für uns war auch das Gewicht, weil wir nur einen 1,7 Liter Diesel haben. Ja. Und wollten gucken, was wir damit auch noch ziehen können. Ihr habt den auflasten lassen, richtig? Der Wohnwagen ist aufgelastet, ja. Und dadurch, dass der Wohnwagen aufgelastet ist, mussten wir auch noch unser Auto auflasten lassen. Aber das ist nur ein Gutachten. Weil standardmäßig, glaube ich, hat der 1500 Kilo. Ihr seid auf 1700 gegangen. Ja. Was ist so deine Erfahrung? Kommt ihr mit den 1700 klar oder hätten auch 1600 gereicht? Es hätten sehr wahrscheinlich auch 1600 gereicht, aber wir haben keine Lust, jedes Mal auf die Waage zu fahren. Ja. Und der hat jetzt ungefähr 450 Kilo Zuladung. Da kriegt man schon eine ganze Menge mit rein. Okay. Ja, Thomas, wir sind an der Deichsel angekommen zum Start. Alco Anti-Schlingerkupplung. Ich nehme auch an, jawohl, ein Alco-Fahrwerk. Alles gut damit? Super da. Und zusätzlich dann noch das Alco ATC. Damit sind wir komplett auf der sicheren Seite. Wobei im Nachhinein, das ATC ist bei uns noch nie angeschlagen, weil er wirklich sehr gutmütig auf der Straße liegt. Für diejenigen von euch oder die Zuschauer, die mit Sicherheit eine Anti-Schlingerkupplung kennen, wozu dient das ATC? Das ATC erkennt Schlingerbewegungen des Wohnwagens und bremst ihn automatisch ab. Okay, das heißt zusätzlich zu der Schlingerbewegung, was ja die Anti-Schlingerkupplung vermeiden soll, wird er nochmal in Fahrtrichtung abgebremst, zieht sich dann quasi wieder hinter das Auto. Okay. Eine Stützradwaage nutzt ihr nicht. Ich nehme mal an, da siegt schon die Erfahrung mit der Zeit. Ja, also wir haben am Anfang gemessen, der ist nicht sehr kopflastig. Ja. Wir hatten am Anfang sogar Probleme, die Stützlast von 100 Kilogramm zu erreichen. Das haben wir jetzt einmal eingestellt und der Wagen steht eigentlich immer gepackt in der Halle. Ja. Und dann brauchen wir auch nicht jedes Mal nachzumessen. So, nochmal, du hast es zwar schon erwähnt, aber vom Fahrverhalten klingt er von daher extrem gutmütig. Extremst gutmütig. Okay, also das wird auch von den Freunden aus der Facebook-Gruppe, wir haben eine extra Facebook-Gruppe für den 495 TK, wird das bestätigt, dass der einfach ganz, ganz sauber hinterherläuft. Also gefahrlos fahren. Und ich sehe den
Thule Fahrradträger. Und wie ich dich einschätze, ist das auch ein Messedeal gewesen. Das war auch ein Messedeal. wenn ich gleich aufmache, dann sehen wir noch ein Messedeal. Aber das war auch ein Messedeal. Ehrlichweise zugegeben, wir haben es bisher nicht gebraucht. Okay. Aber ich glaube, wir spekulieren, dass wir dieses Jahr erstmal auch die Fahrräder mitnehmen. Okay. Aber wir haben zwei Hollandräder, die wiegen über 25 Kilo. Dann wird es hier ein bisschen knapp, weil der eine maximale Traglast von 50 Kilogramm hat. Ja. Und wenn wir die Fahrräder drauf haben, dann müssen wir natürlich auch wieder gucken, was die Stützlast angeht. Dürfen wir mal einen Blick in den Gaskasten werfen? Ja klar, gerne. Das ist mit dem Fahrradträger ziemlich simpel. Man klappt ihn einfach nach vorne und dann haben wir hier den Gaskasten mit zwei Alugasflaschen, auch ausgehandelt. Die auch noch ausgehandelt? Ja, klar. Also schaut mal in dieser Facebook-Gruppe nach, da werdet ihr dann den Thomas finden. Wer irgendwo mal einen neuen Wohnwagen auf der Messe kaufen will, der kann sich vertrauensvoll an Thomas und sein Verhandlungsgeschick wenden. Spaß beiseite. Nein, aber Aluflaschen, klar, das sind natürlich auch alles Dinge, die sinnvollerweise das Gewicht in Gänze sparen, wobei das ja nicht euer Problem ist. Ne? Nee, das Gewicht insgesamt haben wir nicht. Wir haben eine Zuladung von über 400 Kilogramm. Deswegen ist das Gewicht in der Summe egal. Aber ich denke mal, wenn wir grillen, holen wir eine der Gasflaschen raus. Wenn man sie wieder neu befüllt hat, da reinschleppen, das alleine schon ist eine Erleichterung. Für mich als Südwindfahrer, ich hätte jetzt hier mein Reserverad drin. Habt ihr ein Reserverad dabei? Nein, wir haben eine Vorrichtung, um das Reserverad reinzuhängen. Allerdings haben wir darauf verzichtet. Ja, hier am Head Thomas sehen wir ein Feature, was ich persönlich ja extrem geil finde, eine Garage. Haben wir uns damals, als wir ihn gekauft haben, nicht so Gedanken drüber gemacht, aber es ist wirklich klasse. Ich kann es mal zeigen. So, aufgeschlossen schon. Also normalerweise hat man hier in der unteren Etage schon ein Bett, das kann man hochklappen und hat dann hier eine wunderbare Garage über die gesamte Breite des Wohnwagens. Und darüber hat man dann das zweite Doppelbett, das sehen wir gleich von innen vielleicht noch ein bisschen besser. Und dadurch haben wir natürlich unwahrscheinlich viel Platz und das Glück, wenn wir mit drei Leuten nur unterwegs sind, haben wir quasi das vierte Bett hier unten kaum in Benutzung, sondern die Garage dauernd. Ja, vor allen Dingen, ich finde es klasse, dass ich kenne jetzt das Höhenmaß nicht genau, aber es ist ja tatsächlich so, dass man da ein Fahrrad reinbekommen würde, ne? Ja. Also ich denke schon, mit dem Lenkerbreite wird es vielleicht mit dem Hollandrad nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sehr gut ein Mountainbike reinstellen kann. Ja, super. Ja, Thomas, mit Blick auf die ganzen Anschlüsse und dergleichen, was haben wir hier auf der Seite? Ja, wir haben einmal die Kombidose außen. Das heißt, wir haben hier nochmal einen 230-Volt-Stecker. Wir haben eine 12-Volt-Steckdose. Wir haben den Eingangsstecker für Satellitensignal und auch nochmal einen Satellitenausgang. Dass wenn man im Vorzelt mal die Fußball-WM oder so gucken sollte, wenn sie erfolgreich abläuft als letztes Jahr, dass man dann da auch noch mal einen Fernseher anschließen kann. Dann ganz normale Stauraumklappe nehme ich. Stauraumklappe unter dem Bett im Bug, auch über die gesamte Breite. Ja. Finde ich auch sehr schön, dass sie vor allen Dingen höher ist. Bei meinem Südwind hat die vielleicht gerade mal die Hälfte der Höhe und du kriegst faktisch wie Campingstühle oder Tische oder dergleichen. Also gar nicht rein, um ehrlich zu sein. Und also wir haben einen Campingtisch drin, wir haben zwei Campingstühle drin und immer noch so ein bisschen Kleinkram, die Campingliegen und so weiter. Dadurch, dass wir hier 2,30 Meter in der Breite haben, ist da auch viel, viel Platz. Super, klasse. So, und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, dann haben wir noch eine Versorgungs... Ja, das ist die Stromversorgung für den Wohnwagen. Alles gut, funktioniert prima. Meines Erachtens, meine persönliche Meinung, ein bisschen ungünstig angebracht, denn wenn wir hier die Markise ausgefahren haben und dann hier sitzen, dann läuft hier das Kabel und dann hat man hier halt diesen blauen Stecker immer rausgucken. Ist, ich sag mal, wäre für mich schöner, wenn es auf der Rückseite wäre. Insbesondere, weil wir ja noch die Kombidose haben, wo wir dann unseren 230 Volt Strom draus nehmen. Ja. Einige holen sich ja diese Kombistecker, wo man dann direkt am blauen Stecker auch nochmal 230 Volt abgreifen kann. Aber ist in Deutschland eigentlich verboten. Verboten, ja genau. Ja. Okay, jetzt die andere Seite, die Rückseite des Wohnwagens. Zwei Versorgungsstellen. Genau. Insgesamt sehr unspektakulär. Einmal hier der Frischwassertank. Ganz normal, kein Citywasseranschluss.
Mal ganz ehrlich, vermisst du einen Citywasseranschluss? Also bis jetzt habe ich es nicht vermisst. Ich finde allerdings schön, wenn man das Wasser für den Frischwassertank nicht vorher 100 Meter schleppen muss, klar, ja, sondern wenn man einen Frischwasseranschluss eine Zapfsäule irgendwo in der Nähe, ja, des Platzes hat, dann ist das gar kein Problem mit einer Gießkanne. Oder wir haben eben vielleicht auch gesehen, einen Wasserkanister, wo er das damit vormacht. Ja, okay. Ihr habt hier verbaut, ich glaube 44 Liter, ne? Als Festtank. Ja. Okay. Und dann noch das stille Örtchen, nehme ich an. Stille Örtchen, ganz normal, Kassettentoilette. Haben es schon wieder befüllt für die nächste Fahrt. Alles schon bestens vorbereitet. Bestens vorbereitet. Da wir auf dem Wohnwagenkanal ja praxisnah und erfahrungsnah berichten wollen. Thomas, du hast noch was Neues, ja, in Sachen Hering oder Heringersatz. Also ich glaube, in der Zwischenzeit sind die meisten Leute zu bequem, die Stützen rauszukurbeln. Das macht man hier mit dieser Verlängerung und dem Akkuschrauber. Funktioniert wunderbar. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, nachdem ich bei jedem Urlaub die Schwierigkeit hatte, die Heringe wieder rauszukriegen oder die krumm gedüttelt habe, haben wir aus dem Internet den Tipp gehabt mit Tellerkopfschrauben. Ja. Die sind von sich aus relativ breit, haben einen ganz normalen Torx. Dann kriegt man mit dem Akkuschrauber, kriegt man es reingedreht. Wir sind bis jetzt auf jedem Boden damit klargekommen, haben aber gemerkt, wenn die sich drehen, dass die Bänder ein bisschen ausleiern. Ja. Und dann gibt es hier noch von Wurmi sogenannte Hakenclips. Die kommen dann einfach mit rein, schraubt man fest und dann kann man hier wunderbar die Bänder befestigen. Klasse Tipp. Also gibt es sie im Internet einfach zu bestellen oder auf Fassbaumarkt? Ja, beim großen Fluss, sagt man ja so. Ne? Okay. Dem Internetanbieter oder in jedem Baumarkt. Ja, Thomas, da sitzen wir in eurem guten Stück und haben uns im Wohnbereich niedergelassen. Gefällt mir extrem gut, sehr schön. Ja, danke schön. Hat uns auch sofort überzeugt. Ich habe ja eben erzählt, das ist Liebe auf den ersten Blick gewesen. Wir sind rein, haben uns verliebt. Was man feststellt, wenn man sich gemütlich hinsetzt, der Radkasten engt ein wenig die Beinfreiheit ein. Okay. Aber da gibt es dann bei Börstner auch ein wunderbares Extra. Das ist die sogenannte Sitzverbreiterung. Dann hat man hier ein Brett zum Aufklappen, dort auch. Man schiebt die Polster nach außen und hat dann zusätzliche Polster nochmal für den Innenbereich, sodass man dann wirklich sehr großzügig sitzen kann mit bis zu 4 Personen. Würde ich sagen, wenn man sich öfters im Wohnwagen im Sitzbereich aufhält, ist die Sitzverbreiterung absolutes Muss. Und du siehst es hier am Tisch, der hat hier eine Kante. Wir haben damit auch die Tischverlängerung. Okay. Ja, normalerweise wäre der Tisch nur in dieser Länge, aber zum Frühstücken und so weiter ist das schon sehr empfehlenswert. Und wenn sich jemand den 495er aufgrund dieses Videos kaufen möchte, das ist ein Extra, was ich unbedingt empfehlen würde. Okay. Das heißt, das ist nicht Standard. Ist das in einem Paket oder ist das eine Einzeloption? Das ist eine Einzeloption, die man wählen kann. Wir haben hier Einzelbeleuchtung. Funktioniert jetzt hier im Stand, weil wir angekoppelt sind, die mit 12 Volt, aber auch mit 230 Volt. Könnt ihr eigentlich diese Lampen abnehmen? Sind das diese abnehmbaren Lampen? Die können wir verschieben. Sind verschiebbar, die sind verschiebbar, ne? Und die sind auch schwenkbar. Okay. Also wenn man das nicht unbedingt jetzt so haben möchte, dass die hier so frontal leuchten, sondern eher so ein bisschen nach draußen. Ja. Indirekte Beleuchtung kann man die schwenken, man kann sie drehen, wie man möchte. Stimmt, hierzu habe ich diese Einsätze, die setzt man so quer drauf, dreht sie dann sind die arretiert in der Schiene und haben dann auch automatisch Spannung. Genau, dadurch ist man hier in der Lichtgebung sehr flexibel. Mhm. Darüber hinaus natürlich auch oben noch. Genau, Deckenleuchte, das ist Halogen wahrscheinlich, ne? LED. Nee, ist doch LED, ne? Das ist LED, ja. Ja, schauen wir mal zu unserer Linken. Das ist euer Schlafbereich. Das ist Mamas unser Schlafbereich, und Papas. Genau. Was sind das, 1,50? Ah, nee, das sind 1,35. 1,35, sieht deutlich größer aus, wahrscheinlich durch den Bug nach vorne. Ja. Wie seid ihr mit der Schlafqualität zufrieden? Super. Also für uns war ein ausschlaggebendes Kriterium, dass wir abends nicht umbauen müssen. Hm. Also diesen Bereich hier, ne? Diesen Bereich nicht umbauen. Wir haben hinten ja gleich noch die zwei Stockbetten. Und hier schlafen wir. Und wir sind, ich sag mal, privat sind wir so Couch-Potatoes. Mhm. Wenn wir Fernsehen gucken, dann legen wir gerne die Beine hoch. Und man sieht es ja hier, wir sitzen sehr aufrecht in der Sitzgruppe. Mhm. Und das Bett ist quasi unser Couch-Ersatz. Wir haben eine Tagesdecke drüber. Und wenn wir jetzt abends Fernsehen gucken wollen, gemütlich, dann passt sogar unser Kleiner noch mit rein. Dann können wir mit 3 Mann im Bett liegen. Schön. Und Fernsehschauen. Ja. Über dem Bettbereich habt ihr natürlich wahnsinnig viel und so wie es aussieht auch sehr tiefe Schränke. Das heißt,
Die sind sehr tief. Ich sag mal, man kennt ja, sobald man eine Frau mitnimmt, kommt man mit einem normalen Kleiderschrank nicht mehr aus. Deswegen sind meine Klamotten in der Regel da in Oberschränken. Ja. Und da bekomme ich für 3 Wochen, insbesondere wenn es in warme Gefilde geht, ohne Probleme meine Sachen. Ja, und ganz hinten durch, da oben, das ist Benzreich. Ja. Maximale Belastung 80 Kilo sehe ich. Klar, das ist fast Standard bei den Etagenbetten. Und der kleine Mann fühlt sich da oben wahrscheinlich pudelwohl. Ne? Das ist, wenn wir den Wohnwagen mal vor die Haustür holen zum Putzen, dann liegt er da oben drin und liest oder macht irgendwas. Der fühlt sich sehr, sehr wohl. Und wenn man ihn jetzt fragt, wir hatten vorher den Standkaravan oder jetzt Kalle, da gefällt ihm der Kalle noch besser, weil man noch ein bisschen enger aufeinander hockt. Ja, ja klar, ist kuscheliger alles, gell? Ja, ja. Wenn wir schon über Fernsehen und Elektronik sprechen, wie sind so Steckdosen verteilt? Bei Hobby waren es relativ wenige, die wir im Premium gesehen haben. Wie sieht es hier bei euch aus? Ist auch relativ wenig. Also wir haben oben die Ansteck- oder die Anschlussmöglichkeiten für den Fernseher. Da sind zwangsweise dann natürlich auch 2 Steckdosen mit dabei. Ja. Ansonsten haben wir noch im Küchenbereich eine Steckdose und wir haben hier neben der Sitzgruppe unten eine Steckdose. Okay. Im Badezimmer ist keine Steckdose, das ist ja auch aus, ich sag mal, naja, Spannungselektro und DIN-Technik, glaube ich, nicht erlaubt. Also ein paar Steckdosen mehr hätten wir uns gewünscht, lässt sich aber beim Kauf auch einbauen. Wir haben das seinerzeit nicht bedacht. Aber du hast die Küche schon angesprochen. Ihr habt 3 Flammenkocher. Richtig. Normales Spülbecken, klar, die gute Senseo, wie bei uns, ist auch immer dabei. Was zur Wasserversorgung? Also wir haben eben gesagt, 44 Liter Frischwassertank. Ja. Habt ihr eine Therme hier verbaut? Wir haben eine Therme verbaut, die kann ich gleich zeigen. Die ist unter der Sitzbank. Ja. Gleichzeitig haben wir da auch die Batterie und das Ladegerät für den Mover. Okay. Kapazität von der Therme, weißt du das? Sind das 5 Liter, okay. Reicht das für euren Hausgebrauch? Es reicht. Wir haben seinerzeit das Duschpaket mitbestellt, haben inzwischen aber den Duschvorhang wieder rausmontiert, weil das haben wir nicht benutzt und das bringt zu viel Feuchtigkeit und so viel Platz ist jetzt im WC-Bereich auch nicht, dass man da gemütlich duschen kann. Könnte. Also wir nutzen die Infrastruktur auf den Campingplätzen. Okay. Nochmal mit Blick auf die Küche. Ich sehe, ihr habt 2 LED-Lampen, separat nochmal für diesen Bereich. 2 Oberschränke. Es sieht ein bisschen nach wenig Stauraum aus, wenn ich mal provokant. Also muss man jetzt mal sagen, wir haben hier eine große Schublade mit Besteckkasten. Mhm. Der Besteckkasten ist auch drin, da auch direkt die Absperrhähne. Wir haben hier nochmal eine große Schublade für unsere Schüsseln, Salz- und Pfefferstreuer und haben dann unten nochmal eine große Schublade für die Töpfe. Mhm. So, dazu kommt, dass wir ja einen relativ großen Kühlschrank haben, ja. Da passt noch viel rein mit 140 Litern und dann die 2 Schränke da drüber und wir haben auch hier, den nutzen wir auch immer noch für Küchenvorräte. Okay, ja. Also doch einiges, ja. Ich komme halt aus einem älteren Wohnwagen, wo du halt die kompletten Unterbauten noch unter dem Herd hast, die auch somit gar nicht zugänglich wären. Aber es stimmt, es ist deutlich mehr Platz da, als ich im ersten Moment vermutet hätte. Ich zeige dir gleich noch eine Schwachstelle beim Bürstner. Und zwar sind das die Schubladen an der Küche. Okay. Da kann es sein, dass der Abstandhalter, der verriegelt, nicht tief genug ist. Okay. Und bei einigen auch aus der Gruppe und bei uns ein einziges Mal bisher ist während der Fahrt die Schublade aufgegangen. Okay. Also fehlen tut uns bisher nichts. Ich sag mal, mehr Platz für Ablagen und so weiter wäre, ich sag mal, ganz nett. Wir haben es aber so gemacht, dass wenn wir hier nicht drauf kochen, kann ich gleich mal zeigen, haben wir uns eine Glasplatte. Es gibt ja diese Glasabdecker für Kochfelder. Ja. Und wir haben uns eine große gekauft, die passt genau hier über Waschbecken und über Herd. Okay. Und dann hat man hier auch noch mal eine sehr große Ablage. Super. Ohne dass die Glasscheiben hier zu sehr verkratzt werden. Ja, super. Thomas, du hast schon die Dusche erwähnt, die ihr nicht nutzt. Wie sieht es im Bad aus? Bad können wir gleich mal zeigen. Mhm. Ist völlig ausreichend. Die Toilette ist, was den Durchmesser angeht, für Männer ein bisschen klein. Okay. Aber zur Not funktioniert sie. Wir nutzen die Toilette in der Regel auch nur nachts und ansonsten die Infrastruktur am Campingplatz. Mhm.
Wir haben uns da im Vorhinein so ein bisschen Angst drum gemacht, wie das ist mit dem Chemieklo und ja. dem Leeren. Aber mit dem richtigen Zusatz ist das absolut kein Problem. Ja, Heizung, Klima. Also ihr habt eine normale Truma. Mit Umluft wahrscheinlich. Ja. Man sieht hier überall die Auslässe. Wart ihr schon mal in der Situation, ich sag mal nicht Wintercamping, aber dass ihr die genutzt habt, die Heizung? Die haben wir jetzt auch in der Vorsaison im April, war es ja teilweise sehr kalt, nutzen wir die und lassen die dann auch nachts laufen. Ja. Und die lässt sich sehr fein justieren, insbesondere in Verbindung mit dem Gebläse. Wie ist es von der Geräuschentwicklung? Ist das okay, auch vom Lüftungsgeräusch her? Also die Truma macht ja selber erstmal keine Geräusche. Mhm. Also wir haben den Lüfter dann nachts auf einer relativ kleinen Stufe, die Heizung irgendwie auf 2 bis 3. Dann kommt ein bisschen warme Luft raus und das ist schon das Wohlfühl-Klima, was man okay. hier hat. Wie ist euer Empfinden? Ich meine, meiner ist ja jetzt Mitte der 90er Baujahre und von Isolation. Also wenn man eine kalte Nacht hat und so an der Außenhaut schläft, wird es schon frisch. Wie ist dein Eindruck von der Isolation? Also für uns völlig ausreichend. Es gibt auch Leute, die machen mit dem Wintercamping. Mit dem Premio jetzt. Mit dem Premio. Mhm. Er hat keine Fußbodenerwärmung. Mhm. Er hat auch keine Alderheizung. Damit muss man dann leben. Ja. Aber durchaus, die Truma ist so leistungsstark, dass ich auch hier bei dicken Minustemperaturen eine angenehme Temperatur reinbekomme. Mhm. Dann habt ihr großes Heki. Ja. Und zwei kleine, richtig? Richtig. Zwei kleine Hekis. Also das ist wirklich schön. Lässt sich auch, ich sag mal, mit Fliegenschutz oder verdunkeln. Also das hier ist der Mücken- und Insektenschutz. Das ist das Verdunklungsrollo. Lässt sich komplett öffnen. Und ja. sorgt so für viel Licht und super. Viel Luft. Ja. Also ich bin überrascht, generell, der ist sehr, sehr hell, der Wohnwagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt allein dem Innendekor geschuldet ist, aber er ist tatsächlich sehr hell. Ja, also ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben ja kein Bugfenster. Ja, genau. Das war seinerzeit, als wir das auf der Messe bestellt haben, schon nicht mehr möglich, weil die Bugfenster wohl im Werk eingebaut werden. Okay. Und wir konnten nur noch Extras bestellen, die beim Händler eingebaut werden. Man hat uns aber auch davon abgeraten, weil Bugfenster grundsätzlich immer ein bisschen feuchtigkeitsempfindlich sind. Durch den Fahrtwind kann es sein, dass Feuchtigkeit reingedrückt wird. Und da wir sowieso hier unser Bett haben, vermissen wir das Bugfenster nicht. Ja. Mal Hand aufs Herz, was sind die aus deiner Sicht die echt super positiven Sachen am Bürstner Premium? Ihr habt den jetzt ein Jahr, ne? Wir haben den jetzt ein gutes Jahr. Was uns super gefällt ist, also Bürstner hat ja 3 Ausstattungslinien. Wir haben den Premium Live, den Premium und darüber dann den Averso. Das ist jetzt hier also so ein bisschen Mittelklasse, würde ich sagen. Aber die Verarbeitung ist top. Wir haben bis jetzt nichts irgendwo zu moppern. Ein bisschen mehr Steckdosen könnten dabei sein. Und ganz, ganz großer Vorteil ist für uns einfach diese Raumaufteilung. Mhm. Also das war für uns der ausschlaggebende Grund. Es ist so, der Kleine kann ins Bett. Wir können hier noch sitzen. Wir können da noch Fernsehen schauen. Wir können draußen sitzen. Der Eingang ist nicht, bei früheren Modellvarianten des 495 war der Eingang noch direkt an den Stockbetten. Aber so ist man hier morgens, wir sind auch immer diejenigen, die als erstes aufstehen. Wir sind morgens schnell aus dem Wohnwagen raus, ohne den Kleinen hinten im Heck zu stören. Okay. Und jetzt Hand aufs Herz. Die Steckdosen waren ein Punkt, vielleicht auch die Stromversorgung im Vorzeltbereich. Was sagt denn so dein Herz und eure Community, wo man sagen müsste, Mensch, Bürstner, das hätte man ein bisschen besser machen können? Ja, also Schwachpunkt sind die Schließer. Mhm. Das ist hier, das haben sich manche verlängert, einfach mit dem sie nochmal Unterlegscheiben drunter gemacht haben, weil scheinbar da manchmal, ich sag mal, die geschlossene Schublade rausrutschen kann. Durch die Baugleichheit habe ich von dem Problem beim Seago auch schon gehört. Ja. Gerade die sich dann verstärkt, wenn du halt mal etwas mehr Gewicht in die obere Schublade bringst. Das heißt, dass sie nach unten gezogen wird und die ist ja nun mal, was ist es, 1,10 Meter? Ja, 1,20 Meter ist er auch wieder. Ja, also wenn da Gewicht drin hängt, zieht es natürlich genau auch noch an dieser Schwachstelle die Schublade ein bisschen, wenn es auch nur ein halber Millimeter ist, mit nach unten. Ne? Also was viele gemacht haben, die haben sich einfach an der Oberkante hier bei diesem schwedischen Möbelhaus nochmal Türgriffe geholt.
die gemacht, um einfach diese Schließer hier auch zu schonen. Zu schonen, ja. Das heißt, man zieht die Schublade nicht mehr hier auf, sondern hat dann hier die breiten Griffe, um die Schublade aufzuziehen. Und auf einer Skala, das ist immer meine Abschlussfrage, von 1 bis 10, welche Note würdest du eurem Kalle geben? Also aus der Kalkulation Preis-Leistung und was ist notwendig, was ist vielleicht wünschenswert, würde ich ihm eine 9 bis 10 geben. Mhm. Ja, Herr Bürstner, Sie haben das Feedback gehört von Thomas. Vielleicht berücksichtigen und an alle Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, die Wohnwagenshow mit dem Bürstner Premium 495 TK. Wenn es euch gefallen hat, Thomas hat seinem Wohnwagen eine 9,5 gegeben, dann gebt mir bzw. dem Wohnwagenkanal ein Like und viel Spaß bei den kommenden Videos und allzeit gute Fahrt. Macht's gut. Tschüss. Ciao.